Hallo und herzlich willkommen zu World of Warships mit dem Utility. Heute gucken wir uns nämlich mal einen Japaner an, die liebe Amagi. Ihr seht sie hier, Tier 8 Schlachtschiff der Japaner, auf die habe ich mich wirklich lange gefreut, bin sie auch sehr, sehr gerne immer wieder gefahren. Und, was soll ich sagen, es macht unheimlich viel Spaß mit dem Ding. Aber gut, ganz kurz geschichtlich, Amagi, die sollte es wirklich geben. 1923 wurde sie quasi auf Kiel gelegt, aber da dann quasi die Ära der Schlachtschiffe vorbei war, hat man daraus direkt Flugzeugträger gebaut, zum Beispiel die Akagi. So, gucken wir einfach mal auf die Stats. Wir haben hier 66.300 HP und das Schöne ist, wir können ja dank dem letzten Patch die Amagi auch mit der North Carolina vergleichen, dem Stufe 8 Schlachtschiff der Amerikaner. Und genau das tun wir auch, das seht ihr hier, noch ein Grau, weil ich sie noch nicht habe. Aber wir vergleichen sie einfach mal rein von den Stats. Und zwar 66.300 HP führt diese hier ins Feld, die Amagi. Und, ja, was soll ich sagen, die Amerikaner holen auf. Die haben nämlich nur knapp 300 HP weniger ungefähr. Sonst sind sie ja immer so 5000 Unterschied, jetzt nicht mehr. Ja, wir haben hier eine Reichweite von 19,9 Kilometern mit 410 mm Kaliber. Die Amerikaner kommen mittlerweile auf 23 Kilometer, das heißt, die Amagi ist dort bereits schlechter. Anders als alle ihre Vorgänger, die ja alle größere Reichweiten hatten, ist das auf Tier 8 nicht mehr so. Ja, was haben wir hier sonst noch? Wir haben eine Geschwindigkeit von 30 Knoten, das ist sehr, sehr schnell für ein großes Schlachtschiff wie diesen. Und schlägt den Amerikaner um Längen. Der kommt nämlich nur auf knappe, was war das, 25, 26 Knoten, 27 Knoten. Auf jeden Fall weniger. Sehr viel weniger. Ja, der Drehkreis 820 Meter ist ebenfalls kleiner als der vom Amerikaner. Aber ja, das Ding ist halt ultra lang und hat eine Ruderstellgeschwindigkeit von 20 Sekunden. Deswegen, die Amagi ist nicht die wendigste, die es auf den Weltmeeren gibt, auf Tier 8. Allerdings ist das auch völlig normal, es ist halt ein riesengroßes Schlachtschiff und es fährt sich trotzdem relativ gut. Ja, ich würde sagen, das war es dann erstmal zu den Details hier. Wir gucken uns das Ding jetzt einfach mal in der Schlacht an und ich kann euch gleich sagen, es lohnt sich, denn es ist ein wunderbares Schiff. Bis gleich! So, da sind wir auch auf der Eiswürfel-Map mit unserer Amagi. Zusammen mit dem Silverlane machen wir jetzt die Weltmeere unsicher. Hallo. Ja, der Silver im hässlichsten Schiff im Spiel. Der Stufe 9 Japaner Schlachter Izumo. Ihr seht schon, vorne drei Türme, hinten null. Zeige ich euch auch mal. Das ist mit Abstand das hässlichste Schiff, was es hier in diesem Spiel jemals gibt und geben wird. Ich denke nicht, dass die Russen was Schlimmeres hinkriegen. So, Tier 9er Gefecht. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Die haben mal wieder zwei mehr. Und wir versuchen jetzt hier direkt mal auf Punkt B bzw. Punkt C anzugreifen und dabei nicht drauf zu gehen. Das kann aber sehr, sehr schnell passieren. Gerade die Flugzeugträger wurden ja mal wieder gebufft mit dem letzten Patch. Die Stoßkampfbomber machen jetzt gerade einen Heidenschaden. Also so eine Essex oder so oder auch die Tier 8er Dinger. Wenn da mal so drei so eine Staffeln auf euch zufliegen oder vier mit Bomben unter den Tragflächen und die euch gegen den Kopf schmeißen, seid aber ganz schnell 50% HP los. Das ist mir eben passiert. Sehr, sehr unschön. Oh Mann. Ja, man kann sich halt kaum verteidigen, weil wir haben zwar Kreuzer um uns herum, aber die kümmern sich einen Scheiß um Flugabwehr. Die fahren immer meistens sehr weit weg von uns. Das werden wir auch gleich sehen. Die fahren jetzt einfach mal geradeaus. Mal gucken, ob wir einen Kreuzer hier bei uns behalten dürfen oder ob die alle wegfahren. Bisher sieht es ja noch ganz gut aus. Na, können wir irgendwas schießen? Nein, natürlich nicht. Okay, Punkt A, denke ich mal, verlieren wir sehr schnell. Da fahren nämlich direkt eine Pensacola, eine Nagato und eine Aoba hin. Na gut. Müssen wir uns auf Punkt B und C irgendwie konzentrieren. Und da kommen sie schon, die ersten Bomber. Geht weg. Zwei an der Zahl bis jetzt. Und die kommen direkt auf uns zu. Yay! Ja. Aber da kann man sogar auf was schießen. Ah, zu nahe. Aber der geht.
So. Da fliegen unsere Schüsse. Gucken, ob da von wenigstens einer trifft oder so. Hat er eine ziemlich große Streuung. Ja, Zitadellentreffer. 12.000. Das ist okay, damit kann ich leben. Und da geht's los. Sie greifen aber die Mitsuki an, nicht uns. Da haben sie aber nicht getroffen. Sehr gut. Und da haben wir eine Miyoko. So, Miyoko. Leicht schräg. Müssen da ziemlich weit vorhalten. Miyokos sind relativ schnell. Ja, es reicht nicht. Schade. Hätte weiter vorhalten müssen. Was kommt denn da? Schießt ihr auf mich? Ja. So. Leider geht jetzt überhaupt nichts mehr auf. Wir müssen noch ein bisschen eindrehen, nicht, dass wir da vorne den Zitadellentreffer. Nicht den Eisberg rammen. Wir wollen hier nicht Titanic spielen. Und ich schieße nochmal auf die Nagato. Wir folgen mal wieder unseren Schüssen. Ich glaube, das war nicht weit genug vorgezielt. Ich weiß nicht, manchmal ist es so, manchmal so. Ah, doch, 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 doch. Hit to Zitadelle. Was ist denn heute los? So viele Zitadellentreffer wie sonst nicht. Silver hat auch gerade eine ganz schöne Packung abgekriegt, macht aber nichts. Er kann sich gleich in Sicherheit bringen. Die Salbe war nicht das Schlimme, die ich als erstes kassiert habe, die 12.000. Nicht ganz so cool, sagen wir es mal so. Naja. Ja, noch schwimmig. Ich habe bis jetzt 2 Treffer, 2 Zitadellen-Hits, alles okay. Und da haben wir eine Miyoko, die fährt rückwärts, okay. Interessant. Ja, ein Berg hängen geblieben. Mal gucken, ob wir sie treffen. So, da haben wir die Ibuki. Ja, ich würde ungern in den Nahkampf mit dem Ding. Ja. Was kann das? Ja, aber nur nach hinten, oder? Doch, keine Ahnung. Ich habe mir die Ibuki noch nicht so genau angeguckt. Ich glaube, ich wage es einfach mal. Ich biege hier einfach mal direkt rechts ab gleich. Und dann greife ich Punkt C an. Ich will hier gewinnen. Na. Dann biegen wir hier mal direkt ab. Greifen wir uns eventuell die Buki. Die müsste relativ groß sein, dass wir da vielleicht so den ein oder anderen Treffer anbringen können. Ja, zum Schiff selbst. Stufe 8, finde ich, ist ein unheimlich gutes Schiff. Macht richtig Spaß. Also wenn man vorher die Nagato überstanden hat, dann freut man sich, dass es besser wird. Und es wird besser. Die Amagi, finde ich, ist mit eins der stärksten Schiffe, die ich bisher fahren durfte. Die macht unheimlich viel Spaß. Und ja, einfach ein schönes Schiff. Auch wenn es das nie gegeben hat, so in der Form. Trotzdem sehr, sehr schön. So, Prey and Spray. Ja, erstmal voll daneben gesammelt. Ich bremse ab, drehe nach rechts ein. Ich wollte nur noch einmal meine Breitzeit ranbringen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ha, nicht gerammt. Ah, jetzt komme ich dir aber doch ganz schön nah. Mist. Voll Torpedos. Ja, ich drehe nach rechts. Ich nach links. Gebe Vollgas. Ich hoffe, der hat sie auf mich abgedrückt, weil ich hatte gerade eben... Ich glaube, der hat die auf uns beide abgedrückt, als wir uns geknutscht haben. Oh, da kommen noch mehr. Wo kommen die denn jetzt her? Wieso haben wir die vor... Hä? Achso, dann hat die andere vielleicht die Atlanta gesehen oder so? Oh, komm. Ich hasse das. Unsichtbare Torpedos. Ja, Torpedos wurden ja leider ein wenig gebufft, was ich ein bisschen blödsinnig finde, weil nicht nötig. Und die Dinger tauchen jetzt einfach mal so aus Gag direkt vor deiner Nase auf. Das passiert des Öfteren. Sehr, sehr stark gebufft. Ich starte mal mein Aufklärungsflugzeug. Jo. Sag, wenn es weg ist, dann nehme ich meins. Ich repariere gerade, bin fast fertig mit der Reparatur, also geht wieder. Ach, der ist raus. Und ich warte die ganze Zeit, bis der auch geht. So. Gut, dann haben wir hier Nagato, Mitsuki. Brauchen wir beide nicht beschießen, das macht keinen Sinn. Miyoko direkt voraus. Jo, kann aber noch nicht drauf wirken. Und dann North Carolina direkt dahinter. Sehr schön. Ich bringe mal meine Geschütze in Position. Dass, wenn sie rumkommen, tut's weh. Na, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Na, viel zu viele blöde Eiswürfel hier. Und dahinter kommt gleich der nächste Eiswürfel. Was ist denn das? Oh, ich hasse diese Map. Okay, North Carolina. Hallo.
Was? Oh, wieso sind die denn unterwegs verreckt, ey? Ja, falsche Target anvisiert. Ich hab keine Ahnung, wo meine Schüsse hingeflogen sind. Einfach weg. Na gut. Schade. Wie gesagt, Closed Beta, kann alles mal passieren, dass wir hier irgendwas treffen. Was, ja, nicht angezeigt war. Genau. Also ich fürchte, wir haben gerade eben irgendwie einen Berg penetriert, der nicht zu sehen... Aua, was ist mit dem gemacht? Torpedos. Zitadellentreffer 21.000. Oh, nice. Ja, wir haben eben einen Berg getroffen, der so nicht zu sehen ist im Spiel. Macht aber nichts. Die North Carolina werden wir auch so kriegen. Ja, 5.000. Da kommt jetzt aber eine Salve uns entgegen. Deutlich langsamer, als ich gedacht habe. Ja, vor allen Dingen verkriecht er sich gleich wieder hinter der nächsten Ecke. Mhm. Na egal, wir haben Punkt C eingenommen. Punkt B nehmen wir gerade ein. Können wir da hinten auf die Nagatos? Nee. Nee, das riesiger Bergeweg. Ah, diese Eiswürfel, Mann. Ah, ja. Aber der kriegt jetzt gleich von links die Izumo und eine Warspite. Die Flatten aus Carolina. Da, links von uns. Na gut. Dann kann ich mich ja schon mal bereit machen, die Nagato zu beschießen. Eine von beiden, mir egal welche. Ah, die vordere muss es sein. Denn die hintere ist außer Reichweite. So, 599 zu 500 Punkten. Wir haben 3 Punkte. Und ich gehe jetzt auf B, weil B ist im Moment gefährdet. Deswegen hart auf B. So, reparieren brauchen wir uns nicht. Da warte ich lieber noch. Wir können es ja noch dreimal machen. Das ist okay, damit kann man leben, damit kann man arbeiten. Oh, guck mal, wer da wieder rauskommt. Mist, meine Türme gucken in die falsche Richtung. Nee. Na, die vorderen kriege ich erstmal. Meine drauf. Nicht. Naja, gut. Mein Scout ist abgelaufen. Starte meinen. So, hintere Türme drehen, ihr seht's. Geht relativ schnell bei der Amagi. Das ist sehr angenehm. Kann nur sagen, die Amagi ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Schiff. Vor allen Dingen, weil sie an die 30 Knoten schnell ist. Immer und immer wieder. Und es ist sehr angenehm, ein Schlachtschiff zu haben, was so schön schnell ist. Ja, okay, die Iowa ist auch so schön schnell. Aber auf Tier 8 gibt es eigentlich nichts anderes, was so schön schnell ist und so gut bewaffnet und einfach so stromlinienförmig hübsch ist. Gefällt mir sehr gut, dieses Schiff. So. Ja, kriegen wir vielleicht nochmal einen Schuss drauf. Nope. Okay, müssen wir warten, bis er hier um den nächsten Eiswürfel rumgetuckert ist. Ist ja nur ein kleiner Eiswürfel. Da kommt er. So. Türme aufs Ziel ausrichten. Und Breitseite. Mach's gut, North Carolina. Ja, auf die Entfernung braucht man nicht mehr zielen. So. Punkt B. Da kann ich meine Türme... Nee, die werde ich mal auf die rechte Seite drehen. Das ist wichtiger gerade. Gut den Schüssen in Nagato ausgewichen. So. Der fährt aber extrem langsam da vorne. Muss man nicht weit vorzählen. Wir können ja mal mitfliegen und zusehen, wie die Schüsse exakt am Ziel vorbeifliegen. Ach, verdammter Mist. Das kann passieren. Macht nichts. So. Das große Problem bei der Amagi, es ist eigentlich nur der einzige Nachteil, es hat zweiläufige Türme. Zweiläufige Türme bedeutet, man muss, um eine ordentliche Breitseite hinzukriegen, immer etwas schräg fahren, viel von sich zeigen und zum Beispiel eine Iowa oder so braucht das nicht. Oh, das war schon. Ja, schöne Runde, haben wir wohl gewonnen. Der Musik nachzuurteilen, boah, lief ganz gut, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und rein von der XP her sind wir ziemlich weit oben, hinter der Fletcher, das ist okay, damit kann ich leben. Wir haben 76.000 Schaden gemacht, wie viel hast du gemacht? 63.000. Joa. Also, kann sich, glaube ich, ganz gut sehen lassen. Wenn es mal wieder eine Runde über 100.000 gibt, wird es die natürlich auch auf YouTube geben.
Das soll es aber erstmal gewesen sein für heute, denn ich wollte euch heute ja bloß mal die Amagi zeigen und ihr werdet garantiert noch mal ein oder zwei Videos zur Amagi sehen, denn ich muss noch ein bisschen fahren, um zur Izumo zu kommen, dem nächsten Stufe 9 Schiff, welches jetzt hier im Patch 0.3.1 hinzugefügt wurde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.